Der internationale Wittenauer Fuchs ist das Highlight des Jahres für den Florett-Nachwuchs der unter 14-Jährigen. Mehr als 200 Fechter aus 5 Nationen fechten im Norden Berlins 2 Tage lang um Titel und Medaillen. Für die Veranstalter vom TSV Wittenau eine logistische Herausforderung. Weil sich das Turnier immer größerer Beliebtheit erfreut, musste man vor 2 Jahren eine neue Wettkampfstätte finden. Inzwischen wird hier in 4 Hallen auf 26 Bahnen gefochten. Der Aufwand lohnt sich. Wer hier gewinnt, darf sich mit dem inoffiziellen Titel eines ostdeutschen Meisters schmücken. Das ist fast schon eine kleine ostdeutsche Meisterschaft, weil es Ranglistenturnier für alle ostdeutschen Bundesländer ist, sowie für Berlin. Am ersten Wettkampftag sind die Schüler, also die Fechter unter 12 Jahren, an der Reihe. In dieser Altersklasse wird der Sieger im Rundenmodus ermittelt. Bedeutet, die Kinder werden in Runden zu je 5 oder 6 Fechtern eingeteilt, wo dann jeder gegen jeden kämpft. Das ist anstrengend und aufwendig, bringt dem Nachwuchs aber ein Maximum an Wettkampferfahrung. Außerdem darf man sich so schon mal die eine oder andere Niederlage leisten. Hauptsache, man schafft es in die Finalrunde der besten 6. So wie Bela Mewes. Der weiß mit seinen 11 Jahren schon genau, was dann zu tun ist. Ich habe erstmal geguckt, wie die Gegner auf bestimmte Sachen reagieren. Und dann habe ich halt so gehandelt, wie, was man da macht. Also da habe ich halt getan, was ich dann tun musste, um zu treffen. Bei den Mädchen kann sich die Niederländerin Valerie Büse gegen die Berliner Konkurrenz durchsetzen. Dafür haben sich die gut 600 Kilometer Anreise für die 11-Jährige und ihre Mutter gelohnt. Weil ich schulfrei hatte, konnten wir schon Freitag kommen. Wir hatten gesehen, dass es in Berlin ein Turnier gibt. Da wollten wir uns die Stadt angucken und das Turnier mitmachen. Ein Jahrgang tiefer geht der Turniersieg wieder nach Berlin. Keine große Überraschung, denn Seriensieger Linus Schulz findet in seinem Jahrgang nur dann echte Konkurrenz, wenn er zu großen internationalen Turnieren fährt. Ja, also ich habe ihn jetzt schon seit 3 Mal hintereinander gewonnen. Das freut mich auch sehr, aber ich finde es einen halt etwas über den Durchschnittsturnier, weil es ist schon schwerer als die anderen kleinen Turniere, aber so wie jetzt so Breslau oder so, so ist es noch nicht. Bei der B-Jugend am 2. Wettkampftag geht es dann schon etwas mehr zur Sache. Und das nicht nur, weil die 12- und 13-Jährigen technisch und körperlich weiter sind. Auch der Modus ist hier im Vergleich zu den Schülern gnadenlos. Bei den Schülern fechten wir im Rundensystem runter bis zum 6. Finale, wo die besten 6 sich in einer Runde nochmal duellieren und den Sieger festmachen. Bei der B-Jugend fechten wir ein K.O., das heißt erst Vorrunden und im K.O. gibt es dann Duelle, wer verliert, ist raus. Besonders die älteren Jahrgänge der B-Jugend haben mit diesem K.O.-System bereits eingehend Erfahrung. Viele der Sportler, die hier antreten, haben in der vergangenen Saison an deutschen Meisterschaften teilgenommen. Von den besten 8 dieser Meisterschaft sind 5 nach Wittenau gekommen. Unter ihnen der DM-Dritte Justin Arndt aus Quernheim, der deutsche Vizemeister Patrick Wolf aus Radebeul und der deutsche Meister Leander Helm vom Berliner Fechtclub. Im Viertelfinale kommt es dann zu einer Neuauflage des Finalgefechts der deutschen Meisterschaft. Wolf gegen Helm. Die beiden Freunde standen sich hier vor 4 Jahren beim Wittenauer Fuchs zum ersten Mal gegenüber. Seitdem hieß der Turniersieger 2-mal Wolf und 1-mal Helm. Und es ist der erwartet harte Kampf auf Augenhöhe. Am Ende hat der deutsche Meister die besseren Nerven und entscheidet das Gefecht hauchdünn mit 10-9 für sich. Im Finale wartet bereits der nächste Perspektivkader auf Leander Helm. Justin Arndt hat sich auf seiner Seite des Tableaus souverän durchgesetzt. Jetzt trifft der Linkshänder zum ersten Mal auf den Berliner Elitesportschüler. Doch der Niedersachse hat dem deutschen Meister am Ende eines langen Wettkampftages nicht mehr viel entgegenzusetzen. Mit 10-6 geht der dritte Titel dieses 21. Wittenauer Fuchses nach Berlin. Die restlichen Titel gehen an Richard Spielmann aus Halle, an Lea-Sophie Drescher aus Lübeck und an Lina Wemme aus Radebeul. Allen Siegern und Platzierten einen herzlichen Glückwunsch.